Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfüllende Gespräche. Es geht heute wieder um Erfüllung, Vertrauen und Erfolg. Heute im Gespräch mit Bianca Steglich, Stilexpertin. Und ich stelle sie kurz ein wenig vor, bevor sie etwas über sich sagt. Ich kenne Bianca jetzt seit, wie wir vorhin rausgefunden haben, gut 3 Jahren. Mhm. Damals noch mit langen Haaren und ich weiß gar nicht mehr, was du anhattest, aber eine Sache kann ich mich ganz genau erinnern, die sehr präsent ist bei dir, das ist der blaue Tüllrock, auf den wir noch zu sprechen kommen. Wie ihr seht, hat Bianca sich etwas verändert mit den kurzen Haaren und hat nicht nur in der letzten Zeit ihr Unternehmen Stilfrage, sondern auch sich selbst zur Marke gemacht. Das stimmt, genau. Also es gibt ja den Spruch, wenn man sich sehr stark verändert, du bist ja gar nicht wiederzuerkennen. Mhm. Das stimmt bei Bianca nicht. Sie ist jetzt wiederzuerkennen. Da hast du ganz recht. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und dass ich da für dich als Interviewpartner in Frage komme. Vielen Dank dafür nochmal. Also das ist eine Wandlung, die man durchführt. Also bei mir war das wirklich mit den langen Haaren, was auch sehr schön war. Hat mir auch sehr gut gefallen. Aber irgendwann ist es dann auch zu Ende. Es sind so Phasen im Leben, wo ich mir dann eben auch überlegt habe, ich brauche einen Wiedererkennungswert. Und eine Marke ich. Und wie kann man das nicht besser über das Auftreten kommunizieren? Als Stilexpertin naheliegend. Genau, war dann eben mit meinen Haaren, weil mit den Haaren kann man so viel Verschiedenes ausprobieren und viele Aussagen auch treffen. Ja. Ich möchte nachher noch mit dir über die weiteren Stilelemente sprechen und näher darauf eingehen. Womit ich gerne starten würde, weil das ist vielleicht auch für die Zuschauer interessant, da sind ja sehr viele dabei, die vielleicht jetzt auch einen neuen Lebensweg gehen. Wie sieht denn eigentlich dein Lebensweg aus? Wusstest du als Kind schon, ich werde Stilexperte? So genau jetzt nicht, aber ich mochte schon immer Mode und habe auch dann, wie vielleicht das ein oder andere Mädchen im Schlafzimmerschrank der Mutter durchwühlt hat. Und ich weiß nicht, dass meine Mutter auch einen fantastischen, tollen, grauen Blasierrock hatte. Mhm. Und ich habe bei mir im Schrank auch 3 Stück mittlerweile. Und ich liebe Blasier. Also deswegen habe ich halt schon so ein bisschen früh angefangen und habe dann auch einige Kleidungsstücke mir selber genäht. Versucht, so ein bisschen zu experimentieren. Okay. Und habe dann mein Hobby zum Beruf gemacht und habe die Ausbildung zur Schneiderin absolviert. Also die Mode mit in die Wiege gelegt sozusagen. Kann man so sagen, ja, die Kreativität und auch so das Interesse einfach, sich zu präsentieren, sich auszuprobieren mit Kleidung, mit Stoffen, mit Materialien und mit Farben eben auch. Ja, dann wie ging es dann weiter von der Schneiderin? Ich habe die Ausbildung absolviert und ich komme ja aus der ehemaligen DDR. Und das war halt in dem Zeitpunkt gerade gewesen, wo dann mit Ende der Ausbildung kam dann eben der Mauerfall. Und dann hat eben auch leider der Betrieb zugemacht, weil meine Gedanken waren damals gewesen, oder mein Plan, dass ich dann die Ausbildung zum Meister mache und dann mich selbstständig machen wollte mit einem eigenen Atelier. Und dann kam aber alles anders und dann irgendwie so, okay, was macht man jetzt? Und ich habe dann die Bravo gelesen damals in meinem Alter und habe dann einen Beruf vorgestellt bekommen, der Hotelfachfrau. Habe dann noch eine 2. Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht und dadurch bin ich dann, weil das Praktikum war in Westdeutschland gewesen und bin dann 93 dann eben nach München gezogen. Warum München? Weil mein früherer Freund, jetziger Mann. Ah, okay, also nicht München Modestadt, da muss ich unbedingt hin. Nein, das war eher die Liebe, ja, genau. Und dann bin ich eben 93 halt zu meinem Mann gezogen, weil der war halt schon 92 hier. Und habe dann auch so 1,5 Jahre in einem Hotel gearbeitet. Und dann dachte ich mir, nee, das kann nicht alles gewesen sein. Bin dann in eine Agentur für Buchhandlungen und Verlage. Also ich liebe auch Print und Bücher. Und habe dann 3 Jahre so ein bisschen mir Büro angeeignet. Ist ja auch nicht ganz verkehrt, sowas zu wissen, zu organisieren. Und genau, wie man eben so im Büroalltag abläuft. Und dann bin ich in die Verlagsbranche gekommen, zu Modezeitschriften.
War das ein bewusster Schritt oder war das also dann wieder zurück in die Mode? Das war dann schon bewusst gewesen, ja. Genau. Es war dann damals noch die Marie Claire. Die wurde ja leider 2003 eingestellt, was ich wirklich sehr, sehr schade fand, weil Marie Claire war einfach ein sehr intellektueller Titel, aber auch sehr modisch und tolle Geschichten, tolle Redakteure. Genau, und da war ich dann 7 Jahre. Bei großen Titeln. Bei großen Titeln, genau eben. Und nennen Sie gerne mal. Also ich war nach der Marie Claire, war ich dann bei Cosmopolitan, Shape und Joy und Celebrity. Celebrity gab es auch, aber dann irgendwann nicht mehr. Aber die Cosmopolitan, die kennt ja auch dann jeder. Ich denke schon, ja. Und genau, und da habe ich mir dann aber 2009 dann an einem Winterabend an der Isar mit meiner Freundin die Stilfrage gestellt, weil meine Intention ist es, Frauen zu verändern, Frauen wieder mehr Mut zu machen, dass sie an sich glauben, dass sie mehr Farbe ins Leben bringen, dass sie einfach ja, mit ihrem Äußeren auch spielen. Und deswegen habe ich mir dann die Frage gestellt und 2010 habe ich dann mein Unternehmen gegründet. Okay. Ich habe mich ja in meiner Beratung darauf spezialisiert, Coaches, Berater und Trainer zu unterstützen, sich selbstständig zu machen. Und zwar aus dem Grund heraus, weil ich glaube, es geht ja bei mir auch um Erfüllung, deinen Weg zu erfüllendem Erfolg, dass es erfüllt, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet. Absolut. War das bei dir auch der Grund zu sagen, ich bin raus aus den Redaktionen und hin zu Menschen? Also das war ja auch, wo ich damals die Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht habe. Das war wunderschön gewesen, weil ich jeden Tag mit Menschen zusammengearbeitet habe. Und dieser Ausflug durch die Verlage, oder Ausflug, es war ja eine längere Zeit, hat mir sehr viel beigebracht über Mode wieder und hat mir meinen innersten Traum wieder wachgerüttelt. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach schöner, mit Menschen tagtäglich zu arbeiten, wenn ich meine Kunden berate, weil sie halt zu mir kommen, einfach sich wieder zu spüren und eine kleine Veränderung auch stattfinden zu lassen, dann ist es für mich nichts Schöneres, am Ende der Beratung in glückliche, glänzende Augen zu blicken. Und das finde ich einfach toll. Auch die Referenzen, die ich dann lese, noch im Nachhinein, da stockt mir manchmal wirklich der Atem und mir denke, okay, toll. Also es ist wirklich wunderbar. Ja. Ich habe mir, das ist jetzt ein bisschen weit weggelegt, das kann ich noch mal in die Kamera einblenden, dein Freebie runtergeladen, das perfekte Business Outfit. Genau, ja. Das ist, würde ich mal schon sagen, so ein Knigge für Menschen, die in Großunternehmen arbeiten, also vor allen Dingen auch so Banken, Versicherungen, die auch Karriere machen möchten, wo man ja schon wissen sollte, dass bei Männern die Krawatte nicht hier endet. Oder nicht da unten. Genau, dass nicht so viel Bein gezeigt wird, also Haut, dass man eher Kniestrümpfe trägt. Also dass die Frauen ihr Dekolleté möglichst geschlossen halten. Aber nicht trotzdem ihre Fraulichkeit verlieren. Genau, das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Genau, ja. Jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, ja gut, diese ganzen Etikettendinger kenne ich, aber es ist das nicht eine Uniform? Was gibst du da so als Antwort? Also ich bin da ein bisschen anders, also ich bin nicht so ein strukturierter Farb- und Stilberater, wo es gibt Regeln, dass man sich an diese Regeln halten muss. Das liegt mir fern, weil ich finde es gerade gut, Regeln zu brechen, weil nur dadurch kann man neue Trends entwickeln, nur dadurch kann man sich auch spüren und herausfinden, wer bin ich eigentlich. Aber trotzdem so kleinere Richtlinien gibt es einfach, wo man auch dann einfach erfolgreich auch sein kann und werden kann auch. Das sind dann eben wirklich gute Schuhe zu tragen, die Schuhe zu putzen. Ich meine, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich an. Gar nicht. Aber ich glaube, du als Schuhexpertin weißt, was so für Schuhe unterwegs sind. Ja. Deswegen, das ist es ist wirklich ein kleiner Punkt, aber der kann so viel groß machen. Das ganze Outfit kaputt, ja. Genau. Ja. Oder der Gürtel, dass der halt eben auch ganz ist und nicht gebrochen ist, da wo dann die Schnalle sitzt. Dass man gut sitzende Anzüge trägt oder dass die Frau einfach mit ihren Haaren, dass man halt keinen Ansatz trägt. Das ist ja auch für die Unternehmensberaterin sowohl als auch für eine junge Architektin oder für ein Startup-Unternehmen
der wirklich irgendwie ein bisschen flippig ist, auf flippige Branche. Also es ist wirklich unterschiedlich natürlich von den Branchen, ob du da einen Hosenanzug trägst, der etwas ein bisschen ja, strenger einfach ist. Aber auch da kann man viel spielen, man kann viel mit Farbe spielen. Mhm. Und mein Empfinden ist es auch, dass viele Frauen mehr in der Businessbranche mehr ihrem männlichen Kollegen gleichen. Also die versuchen... Das stimmt, ja. Stimmt, gell? Das ist, und das finde ich so traurig. Ja, das ist auch traurig. Vermännlichen so viele Frauen. Und das finde ich schade. Ja. Es haben ja Menschen, die sich, oder Frauen, die sich selbstständig machen, gerade im Bereich Beratung, Training, Coaches, also nicht unbedingt Unternehmensberatung, sondern die auch KMUs beraten, kleinere Unternehmen, schon ein bisschen mehr Freiraum. Mhm. Da darf man dann auch mal im Sommer eine offene Sandale bei 40 Grad tragen, was man im Großunternehmen nicht darf. Gibt es aber auch viele Frauen, die wissen gar nicht, wie sie sich ausdrücken sollen. Mhm. Also ich nehme mal als Beispiel jemand, der sehr naturverbunden ist, der es vielleicht gerne mag, die Haare offen zu tragen und so wie Gott sie schuf, also wild die Löwenmähne frei zur Schau trägt, gerne sich salopp leger kleidet, mit Fransen, einfach so, weil das ist kuschelig und so fühle ich mich wohl. Mhm. Was würdest du diesen Frauen raten, wie man vielleicht auch anders auftreten kann? Oder anders gefragt, ist es immer gut, so wie man sich fühlt, auch zum Kunden zu gehen, wenn man sich wohlfühlt? Also meine Empfehlung, das sehe ich ja bei mir auch, ich bin ja gewisserweise auch ein Coach und Berater, ich weiß, wer mein Gegenüber ist, wo gehe ich heute hin, welche Kundin berate ich. Mhm. Ist das eher eine Dame, die noch ein bisschen zurückhaltender ist, ein bisschen schüchterner ist, da werde ich jetzt nicht mit meinem extremsten Outfit auftauchen, weil ich sie verschrecken würde. Und ich möchte ganz gerne auf Augenhöhe dem Kunden oder dem Gegenüber auftreten, entgegenkommen. Deswegen schaue ich immer, wer ist es? Was möchte ich erreichen an diesem Tag und daraufhin werde ich mein Outfit abstimmen. Also wenn jetzt jemand, sagen wir mal, so eine Lockenmähne hat, so eine Löwenmähne und er geht dann vielleicht zu einem, der vielleicht ein bisschen eingeschüchtert ist oder noch nicht ganz so aus sich heraus kann, dann würde ich vielleicht ein bisschen die Haare etwas bisschen runternehmen, einfach vom Volumen. Weil das ist wirklich manchmal auch ein bisschen erschreckend dann auch für den Gegenüber dann. Man soll bleiben, wie man ist, weil man hat ja eine eigene Persönlichkeit, man hat einen eigenen Stil. Das mache ich ja genau, das ist auch das Gleiche. Aber in dem Stil kann man ja wechseln. Man kann ja wirklich verschiedene Outfits tragen, man kann die Haare ein bisschen runterholen, man kann, mal, wenn man längere Haare hat, mal einen schönen Zopf zusammen machen oder eine schöne Hochsteckfrisur. Also es kommt wirklich immer ganz drauf an, wer das Gegenüber ist. Ja. Wir haben ja nun heute alle die Möglichkeit, unsere Kunden zu googeln, bevor wir zu ihnen gehen. Und da kann man sich ja schon so ein bisschen abstimmen darauf. Ja. Es mag vielleicht der eine oder andere sagen, das ist ja dann doch wieder Verkleidung und das bin ich eigentlich nicht. Aber ich glaube, das, was man ja auch immer sagt, ist der erste Augenblick zählt. Ne? Mhm. Der erste Eindruck. Der erste und Eindruck, wenn man ein bisschen warm geworden ist miteinander, dann kann man auch mal den Löwen rauslassen. Und in der Tat, Genau, weil erstmal muss man sich ja ein bisschen beschnuppern, wie man das so sagt, den Eindruck so ein bisschen bekommen. Und dann in dem ganzen Ablauf der Beratung, dann spürt man ja, wie ist der Kunde. Der Kunde spürt, wie ist der Trainer. Dann ist dann auch vielleicht schnell per Du und dann legt man dann auch das Sakko ab. Oder wenn es gerade im Sommer sehr heiß ist dann und die Trainerin hat vielleicht nur ein ärmelloses Shirt drunter und möchte ganz gern ihren Blazer ablegen. Es kommt halt immer darauf an, wie ist das Gefühl in diesem Gespräch, in der Beratung. Deswegen. Training ist ein gutes Stichwort. Ich hatte mal eine Kollegin, die hat Führungstrainings gemacht. Die hat mir Geschichte erzählt, sie hatte mal, ist in ein Training reingekommen und üblicherweise wird sie relativ schnell warm mit ihren Teilnehmern und da ging gar nichts. Sie hat eine halbe Stunde lang überlegt, woran das wohl liegen mag und ist dann auf die Idee gekommen, das könnte vielleicht mein knallroter Blazer sein. Ja.
Ist das so, dass Farben da so eine Wirkung haben? Sie hat gesagt, das war so eine aggressive Grundstimmung ihr gegenüber da. Mhm. Da hat sie aus dem Bauchgefühl schon richtig definiert. Okay. Also Farben senden ja im Unterbewusstsein Informationen. Und Rot ist eine tolle Farbe, ist Leben, ist Vitalität, aber im Umkehrschluss ist es auch Aggressivität. Mhm. Deswegen, ich empfehle, wenn, sagen wir mal, eine Frau ein schwieriges Meeting hat, wo sie einen Deal durchführen muss, aber irgendwie Kraft sich selber, Energie sich selber beibringen möchte, dann soll sie was Rotes unten drunter anziehen, okay, um sich halt einfach stark zu fühlen. Mhm. Weil dieser rote Blazer, den jetzt dann die Trainerin anhatte, das war zu viel, was auch natürlich von der Fläche her wahnsinnig ist. Mhm. Und das sprühte diese Aggressivität aus, Aggressionen. Und ja, hat sie dann ganz gut überlegt, woran es liegen konnte. Ja, den hat sie dann auch jedenfalls nicht mehr zu Trainings angezogen. Ja, es ist wirklich diese Farben, auch so dieses Blaue. Und dieses Blau ist ja seriös und kompetent. Grau ist eher so ein bisschen neutral, das kann man gut mit anderen Farben kombinieren. Mhm. Braun ist bodenständig zum Beispiel, ist sehr geerdet. Also jede Farbe hat so seine Informationen. So, dass man auch zu unterschiedlichen Anlässen damit spielen darf. Genau, wenn man weiß, was einem steht. Ja. Orange könnte zum Beispiel auch negativ oder nicht gut so billig zum Beispiel wirken. Weil Saturn hören, wie sehen wir ja die Werbung. Ich glaube, Saturn ist orange, gell? Ich weiß gar nicht. Aber ich glaube, da ist ein bisschen Orange dabei, Orange und Blau. Und das ist so diese Aggressivität, billig und Preise. Mhm. Und dass, wenn man halt da ein bisschen mit einem orangenen Teil, könnte man sowas auch assoziieren. Mhm. Also Farbe ist irre wichtig im Job, aber auch im Privatleben. Mhm. Wir haben gerade eben einen kleinen Stilcheck gemacht, einen kleinen Farbcheck, den legen wir hier über den Film. Mhm. Witzig und auch sehr überraschend, was da zum Teil rauskam. Mhm. Das ist was du mit deinen Kunden grundsätzlich machst, dass du erstmal guckst, welche Farbe passt dann überhaupt zur Haut, welche Signale löse ich mit welchen Farben aus. Genau, weil jeder Mensch ist ein Individuum. Mhm. Und jeder Mensch hat verschiedene Pigmentierungen von der Haut, von den Zähnen, von den Lippen, die Augen, die Haare. Das ist alles Aspekte, die ich mit meiner Kundin oder mit meinem Kunden analysiere. Und dann nehmen wir die Farbtücher, um dann genau zu zeigen, was steht dem Menschen. Mhm. Und da kann man wirklich wahnsinnig viel rausholen. Und was ich so ein bisschen traurig finde, dass viel zu wenig Farbe in den Schränken herrscht. Ja. Also wenn ich oft das frage, was ist denn deine Farbe im Kleiderschrank? Blau, Grau, Schwarz, Weiß, Beige. Dann denke ich mir, und wo sind die Farben? Wo sind die Farben der Natur, die so ein bisschen auch das Lächeln hier sind? Und da versuche ich in meinen Beratungen so ein bisschen einfach auch Mut zu machen. Ist es die Scheu, nicht zu wissen, was einem steht, oder ist es die Scheu, aufzufallen? Ich glaube beides, aber vielleicht zu unterschiedlichen Reichweiten. Natürlich wissen viele schon aus dem Bauchgefühl her, was ihnen steht, aber der eine oder andere leider nicht. Und dann ist es auch ein Thema, was ich auch sehr viel spüre, dieses Nicht-Auffallen-Wollen. Wir Deutschen sind natürlich ein sehr fleißiges Volk. Wir wollen arbeiten, wir wollen Karriere machen, wir wollen Erfolg haben. Aber wir möchten nicht so oft im Vordergrund stehen, wir möchten nicht im Mittelpunkt stehen. Früher war die Kleidung ja eher dazu da, um einen zu schützen vor Regen, vor Kälte, Schnee, Sonnenschein. Mhm. Und jetzt kann man ja wahnsinnig viel spielen damit, um halt sich auch in Szene zu setzen. Was ja durchaus auch dazugehört, wenn man ein eigenes Unternehmen hat. Ne? Sichtbarkeit ist heute ein Megathema, was überall propagiert wird. Und zur Sichtbarkeit gehört natürlich auch Farbe, sichtbar sein. Und nicht auf einem Bild zu suchen, wo ist sie denn? Ja, das ist der Auftritt, weil du hast nur eine Chance. Mhm. Und wenn du gerade Coach, Berater, Trainer bist, du musst ja, bist ja immer auf Kundenschau sozusagen. Man muss verdienen, man möchte erfolgreich werden, man möchte viele Informationen, die man hat, weitergeben, um anderen Menschen zu helfen. Man möchte ja auch erinnert werden. Genau, und man möchte auch wirklich gesehen werden. Und wenn man dann halt so ein Auftreten hat, was eher
ja, der breiten Masse entspricht, dann wird man nicht in Erinnerung bleiben. Deswegen habe ich mir ja auch so ein bisschen mit... sehr markant, ja. Genau, und auch die große Brille. Ja. Aber es ist jetzt nicht eine Verkleidung, weil ich nach außen ganz gerne Aufmerksamkeit machen möchte. Es ist ja auch, mir gefällt es. Mhm. Also ich überlege mir ja schon, wie will ich wirken, was gefällt mir, was steht mir. Und also ist auch... Das ist ja auch wichtig, man muss sich auch wohlfühlen. Ne? Also ja. Man kann ja ruhig laut sein in seiner Aussage, aber dann auch stimmig. Also das bin halt ich jetzt hier. Ja. Weil sonst, wenn ich mich nicht wohlfühlen würde und das nur für meinen Auftritt machen würde, dann wäre es nicht authentisch. Ja. Und ich finde, Authentizität ist wahnsinnig wichtig. Ja. Weil sonst steht man nur da und denkt sich so, ah, man zuppelt hier, man zuppelt da und schaut immer im Spiegel. Und das ist auch eine gewisse Unsicherheit, die man dann auch versprüht. Mhm. Und dann weiß ich, glaube ich, dass dann der Kunde das auch spürt. Ja. Und sich dann denkt, ist das die optimale Wahl? Ja. Ganz bestimmt, ja. Mhm. Jetzt gibt es ja verschiedene Situationen. Wir haben schon über Gespräche gesprochen. Es gibt die Website-Gestaltung zum Beispiel. Das ist was auf jeden zukommt und da sind Fotos unerlässlich. Hast du da so ein paar Tipps für unsere Zuschauer? Also ich sage mal als Beispiel, ich habe ein sehr schönes Shooting gehabt mit einer Fotografin. Ich werde aber häufig auch angesprochen, die Mariam, mit der ich das letzte Interview hatte, wenn die Menschen mich persönlich erleben, dass sie sagen, du bist ja ganz anders. Ja. Das ist halt nur ein Eindruck, den man dort vermitteln kann. Mhm. Und der muss passen, der muss sitzen. Mhm. Also bei dem Webseiten-Shooting oder bei dem Auftritt einer Webseite gilt es wieder authentisch zu bleiben. Also nicht, sagen wir mal, ein Startup-Unternehmen, die produzieren, was produzieren die gleich mal? Hast du gerade eine Idee? Irgendwas mit Technik. Genau, also irgendwas, was Witziges, was IT-mäßiges, also junge Typen, die eben da ja Produkte produzieren, also in der IT-Branche. Und wenn die dann auf ihrer Webseite in einem steifen Anzug da sitzen würden, nur weil es heißt, wir müssen einen guten Auftritt haben, wir müssen da steif da sitzen mit einem weißen Hemd, Krawatte und... das ist ja dann wirklich der Gesichtsausdruck, es schnürt mir den Hals zu. Ja, und das spürt der User, der dann auf der Webseite ja, entlang sich da fließen lässt. Und jetzt, irgendwie ist da, stimmt da was nicht. Oder auch eben, dass halt das alles so übermäßig streng sein muss. Einfach bei sich bleiben ist aber natürlich auch ein guter Fotograf sehr wichtig, weil wenn es ein guter Fotograf ist, der spürt die richtige Situation und kann dann wirklich mit den Augen kommunizieren und er weiß ganz genau, wann er den Schuss machen kann. Das ist ja dann nur eine Facette von sich, die man da zeigen kann. Ne? Das ist ja das, worauf mich die Menschen dann auch ansprechen. Also wir sind ja, sage ich immer, sind alle multiple Persönlichkeiten und wir können heute auch dazu stehen, weil wir eben nicht in irgendwelche Schubladen passen. Da gilt es dann aber wirklich für den Auftritt, sich zu entscheiden. Ne? Ja. Man könnte ja auch sagen, ich mache jetzt eine Reihe von Fotos in meinen unterschiedlichen Outfits und das bin ich, so stelle ich mich da. Das könnte eine Verwirrung stiften für denjenigen, der vielleicht gerade das sucht, was dieses Unternehmen anbietet. Das würde ich nicht machen. Mhm. Ich würde schon verschiedene Fotos aufnehmen, auch so aus der Situation heraus, aus einem Kundengespräch zum Beispiel oder während der Produktion oder wie ich am PC arbeite, also einfach wirklich vom Tagesgeschehen her, dass man da viele, viele Fotos aufnimmt oder eben ein schönes Video dreht, dass man da wirklich auch sieht, wie sprechen die Menschen, wie sind die da drauf, dass sie da halt ein bisschen mal einen Einblick davon bekommen. Also schon wichtig, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht, wie möchte ich wirken, wie möchte ich rüberkommen, weil das ja ein langfristiger Eindruck ist. Also wir möchten ja unbedingt die Webseite ständig neu machen. Ja. Genau. Nein, also es ging mir ja genauso damals 2010. Ich habe ja auch Hilfe bekommen von meiner besten Freundin, die da wahnsinniger Marketing-Spezialist ist. Und ich dachte mir, ja, wir machen jetzt mal eine Homepage vor 8 Jahren. Und dann kam sie zu mir und hat mir wahnsinnig viele Fragen gestellt. Wo willst du hin? Welche Zielgruppe willst du erreichen? Wie ist dein Avatar? Was willst du für einen Stundenlohn nehmen? Das sind alles solche Fragen, die wichtig sind. Und dann stand ich da und mir so, stimmt,
keine Ahnung, ich weiß es nicht. Habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ja. Und dann hatte ich meine Hausaufgaben bekommen und habe mich hingesetzt und okay, was will ich? Genau, auch das ist für den Auftritt wichtig, welche Kunden spreche ich an und welche Erwartungshaltung haben die Kunden an mich, was mein Auftreten angeht. Mhm. Genau, in der Tat, das ist wahnsinnig wichtig. Ja. Wenn wir jetzt sowas wie heute machen, also wir sind in einer, im Fernsehen oder jetzt in einem YouTube-Video, gibt es da so bestimmte Regeln für die Kleidung? Das ist eben genauso wie bei dem Webseitenauftritt, dass man sich wohlfühlt, dass wenn ich jetzt mal irgendwas Enges anhätte oder irgendwie, was halt einem vielleicht ein bisschen zu viel Kilos auf den Körper schmeichelt, was man ja nicht möchte, das sollte man halt im Vorfeld abtasten. Also oder auch nicht zu große Muster wählt, weil das ist auch für die Kamera nicht gut. Oder diese Pünktchen und Streifen, das irritiert auch den Zuschauer, das ist ein bisschen für die Augen nicht ganz gut. Ja. Genau, also das würde ich dann schon im Vorfeld ein bisschen testen und genau, und dann scharf schalten. Was darf die Frau im Sommer an Schuhwerk tragen? Das interessiert mich ja jetzt auch nochmal in der Öffentlichkeit. Wenn es zum Beispiel zu einer Abendveranstaltung geht, Netzwerktreffen abends, an einem schönen Sommerabend, sind dann offene Sandaletten erlaubt? Oh, da fragst du mich was. Das ist ja für mich so ein bisschen... Ich trage das, was mir gefällt und wie ich den Abend auch so ein bisschen rüberkommen möchte. Kommt drauf an, was es für ein Netzwerktreffen ist. Wenn das wirklich so ein bisschen auf privater Schiene dann läuft und es ist ein schöner, lauer Sommerabend, dann gerne, bitte. Dann würde ich halt offene Stilettos tragen. Gut, pedikürte Füße bitte. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Genau, vielleicht schön lackierte Zehennägel noch dazu. Und ja, also das würde ich dann schon. Ja, danke für die Antwort. Wenn du die nicht gegeben hättest, hätte ich nämlich gesagt, ich mache es trotzdem. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den wir hier nochmal ansprechen sollten. Kleidung ist immer ein Ausdrucksmittel, ein Stilmittel, aber nichts, was nicht auch das Überschreiten von Grenzen erlaubt. Ne? Also wenn man, wir haben es gerade eben gehabt bei der Farbprobe bei mir. Ich habe doch das eine oder andere an Pink im Schrank, Pink und Rosa. Da war ein klares Nein von Bianca, hat aber gleich gesagt, kannst du trotzdem tragen. Kommt immer drauf an, mit welcher Sicherheit man das macht. Ne? Genau, eben. Es ist halt, wie schon zum Anfang meinte, Regeln sind darum, dazu, um gebrochen zu werden. Mhm. Und du bist ja auch eine wahnsinnig starke Persönlichkeit. Du hast einen tollen Charakter, aber du bist dir ja auch sicher. Du stehst mit beiden Beinen im Leben und du stehst zur Farbe, was ich ganz toll finde. Und deswegen finde ich das super, macht es und fühle ich einfach wohl. Ja, also mache ich. Auch dieses Colorblocking habe ich auch viel gehört, dass es dieses Orange mit Magenta zusammen. Ich finde es toll. Ich finde das auch klasse. Ja, deswegen. Und es ist manchmal auch, es darf ruhig ein bisschen irritierend sein. Ja. Ja, wenn die Frau nicht auch irritierend auftritt, sondern das ganz selbstbewusst macht, dann ist das ein absoluter Hingucker. Das darf man sich dann auch ruhig mal gönnen. Genau, eben. Also in der Tat. Provozieren vielleicht im leichten Maße. Ja, tut immer gut manchmal. Ja. Ich würde sagen, wir gehen uns mal kurz umziehen und zeigen, was wir noch so zu bieten haben. Genau. Ja? Okay. Ein bisschen Farbe bei mir und bei dir was anderes. Schauen wir mal. Okay, bis gleich. Überraschung, neues Outfit. Genau, neue Farbe. Schmeichelt zu 99% jedem Menschen. Blau. Blau, tatsächlich. Tatsächlich, jedem. Ob blond, ob braun, ob schwarz. Okay. Also da, man muss halt gucken, welche Nuancen, aber blau ist wirklich so eine Farbe, da macht eigentlich fast keiner was verkehrt damit. Okay, danke für den Tipp. Auch eine sehr schöne Brosche, die du da trägst. Wie ist das mit Broschen? Sind die wieder in? Dankeschön. Bei mir ist es ja so, ich gehe nicht so, was in ist, was nicht in ist. Ich liebe Broschen schon immer. Also ich trage auch schon immer Broschen. Und bin auch immer so, lass mich verführen, wenn ich wieder Broschen sehe und kaufe mir was. Natürlich, Erbstücke wären toll, aber meine Omas leben nicht mehr und da hatte ich auch noch nicht so das Bewusstsein dafür, vor vielen Jahren. Aber ich finde immer, man kann wahnsinnig viel spielen mit einem Blazer. Erst hatte ich ja ein Einstecktuch drin gehabt bei meinem schwarzen Blazer und jetzt eine Brosche. Und ich mag auch ganz gern große Ansteckblumen. Also sowas kann man auch dann ans Revers machen. Aber es ist immer eine Stilfrage. Ja.
Der eine mag keine Broschen, der andere mag keine Ansteckblumen und der dritte mag wieder kein Anstecktuch. Also deswegen ist es recht unterschiedlich, aber ich versuche einfach wahnsinnig viel Inspiration zu geben, Anregungen zu geben und auch mal nachzudenken, vielleicht wäre ein Ansteckttuch doch mal ganz nett. Mhm. Also. Man muss ein bisschen ausprobieren, ne? Ich glaube, das kannst du ja auch, das machst du mit deinen Kunden. Mhm. Ja, und gucken auch, was einem selber gefällt. Also mich zum Beispiel würde also eine große Blume hier stören. Mhm. Die ist einfach dann immer in meinem Blickfeld. Ich habe es schon mal ausprobiert. Ja. Das irritiert mich. Ja, aber dann also ist es eben, genau. Und wenn man aber, wenn man das halt, wenn ich dir dann das aufbürde, sag mal, Bianca, du musst es tragen, was mir ja eigentlich, also was mir nicht eigentlich, was mir fern liegt, du musst diese Blume da tragen und du machst ein, hältst ein Referat oder du bist als Speaker irgendwo gebucht und stehst auf der großen Bühne und dann fühlst du dich so unwohl und, ja. Und der Zuschauer, der hört gar nicht mehr auf deine Worte, der sieht nur noch dich, wie du da rumzuppelst und zappelst und dich unwohl fühlst. Mhm. Und das ist nämlich genau der Punkt, den auch viele Speaker nicht ganz so bedenken. Was ist dir da aufgefallen? Erzähl mal ein paar Beispiele. Dass man sagt, ja, oder es ist einfach auch so, das kriege ich ja auch mit, wenn ich bei Workshops teilnehme und mich einfach vom Inhalt, wenn ich Informationen möchte, wenn der Coach, der da vorne auf der Bühne steht oder eben am Raum Anfang und mir etwas vermitteln möchte, mit dem roten Blazer, wo du erst meintest, oder wenn es halt die nicht schlecht pedikürten Füße sind oder diese große Blume oder du hast vielleicht zu eng anliegende Klamotten an und zippelst immer an dir herum, dann bin ich als Teilnehmer, der eigentlich Informationen möchte, ich achte dann gar nicht mehr auf den Inhalt, ich achte zu 60%, ist es einfach so, auf das, was geschieht, was ich sehe. Und dann kommt 30% die Körpersprache. Und dann der Rest ist dem Inhalt geschuldet. Ja. Und das ist halt echt schade, weil die Trainer, die haben was zu sagen, die haben wahnsinnig viel Kompetenz, viel wichtige Themen und die bereiten sich ja auch wahnsinnig vor. Und wenn ich dann als Teilnehmer abgelenkt bin von diesen ganzen Nebenkriegsschauplätzen, dann hat er verloren. Du hast vorhin mit der Brosche das Thema Trends angesprochen, dass du gar nicht so sehr auf Trends setzt, sondern wahrscheinlich eher so den individuellen Stil bevorzugt. Wie ist das jetzt mit deiner Wahrnehmung in Trends? Also ich habe das Gefühl, es gibt so diese klaren Trends, die es früher gab, heute gar nicht mehr. So von der Schlaghose zu den ganz engen Beinen zum Beispiel. Da hast du vollkommen recht. Das ist dem geschuldet, weil die Industrie, die verlangen von ihren Designern wahnsinnig viel ab und wollen 52 Kollektionen in einem Jahr haben. Also es ist ja wirklich manchmal, dass wöchentlich die Läden, in die Läden neue Kollektionen kommen. Und der Nutzer, wir sozusagen, gehen ja permanent shoppen, permanent einkaufen und ja, immer so diese Masse, den Konsum. Und ja, ich meine, wenn der, es ist ja Angebot und Nachfrage. Ich meine, wenn im August ich nach Pfefferkuchen lange, dann sagt die Industrie, ja, dann gibt es halt weiterhin im August Pfefferkuchen. Mhm. Und so ist es eben auch mit denen. Und diese Trends, finde ich, es ist alles so zusammen, verschmolzen. Im Februar ist auf einmal lila, im Herbst ist blau, dazwischen ist rosa. Also diese Farben, wann kann denn der Designer noch neue Dinge entwerfen? Die werden ja, also Entschuldigung, die werden ja verheizt, werden die ja. Die werden, die können ja gar nicht mehr sich Dinge einfallen lassen, die können ja gar nicht mehr fühlen und spüren und einfach sich da so ein bisschen leiten lassen. Und deswegen, diese Skinny Jeans zum Beispiel, die ist ja schon immer da und irgendwie mögen die Frauen die Skinny Jeans, eng anliegend, sexy, klar, aber es gibt so viele verschiedene andere Hosenformen, Hosenschnitte und ich bin da so ein bisschen Verfechter, dass ich meine Flared Jeans nur dann trage, wenn es im Fernsehen gesagt wird oder in den Zeitschriften auf einmal das abgebildet wird. Mhm. Mache ich nicht. Ich trage sie, weil sie mir gefallen, weil ich einfach meinen eigenen Look habe. Und das möchte ich auch ganz gern vermitteln, dass man das trägt, was man, worauf man Lust hat. Ja. Ja. Und nicht so wirklich diese Uniform, die wir in den Schaufenstern sehen, 1:1 kaufen, tragen, aber dann gar nicht sich selber sind. Diese Authentizität, was wir erst gesprochen haben, ja. Die ist verloren gegangen. Dieses Nachdenken, Mensch, das ist jetzt gerade ein Rüschenteil, modisch, steht mir das überhaupt?
Oder ich nehme nur das eine Teil aus dieser neuen Kollektion und kombiniere das mit dem, was ich in meinem Schrank habe. Mhm. Vorausgesetzt, man weiß, was man alles im Schrank drin hat. Ja, das ist bei einigen sicherlich ein Problem, wenn ständig Neues dazukommt. Ja. Genau, eben, ja. Deswegen. Es ist ja auch so, dass viele Schnitte nicht unbedingt jedem stehen. Da aber gar nicht so die Variation zur Verfügung steht. Ne? Zum Beispiel jemand, der sehr vollbusig ist, muss was anderes tragen als jemand, der an den Hüften etwas mehr hat oder an den Oberschenkeln. Würdest du dort spezielle Geschäfte empfehlen, die es ja, gibt? Oder gibt es bestimmte Marken, die man immer wieder kaufen kann, wenn man weiß, dass sie einem stehen? Also ich habe in der Tat eben auch sehr des Öfteren Kunden, die ein bisschen ja, einfach voll Vibe-mäßig sind, aber sehr attraktiv. Und ich habe mal wirklich mir einen Tag gegönnt und bin zu einer Marke reingegangen, die wirklich nur etwas über, also nur Übergrößen anbieten für Frauen. Ich war erschrocken. Es war wirklich sehr schlimm. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber es war wirklich grauenvoll gewesen und das würde ich meinen Kunden nie empfehlen. Und deswegen versuche ich halt mit den Mitteln, die wir haben, eben den Typ gerecht halt da zu kleiden. Also wenn es halt eine X-Figur ist, das spricht, die Kundin hat einen guten Oberbau, die hat auch einen guten Poppes, aber eine wunderbare Taille, das ist ja ein X. Mhm. Also bitte nicht dann noch größere Klamotten tragen, weil dann macht es einen noch mehr, sondern schon normale Sachen tragen, aber eben mit einem Gürtel. Und zwar, dass man die Taille halt schön herausformt. Weil dann hast du eine schöne, fräuliche Figur. Warum nicht? Ich meine, es muss nicht jeder 34 tragen, 36 sein. Nee, kann ja auch nicht jeder. Muss auch nicht jeder. Ja, nein, weil aber viele sind ja wirklich so diesen Drang, müssen irgendwelche Diäten machen oder fühlen sich unwohl, fühlen sich nicht schön, weil sie einfach einen breiteren Hintern haben. Aber so what? Es ist halt so. Aber dann nimm halt die Kleidung, die dir einfach dann widersteht und dich trotzdem gut aussehen lässt. Ja. Passiert dir das oft, dass Kunden zu dir sagen, naja, sie können ja alles tragen bei ihrer Figur? Ja, leider. Das ist, als wenn ich mich entschuldigen müsste. Ja. Das ist, ich finde es traurig, aber dann, wenn dann derjenigen dann trotzdem Mut gefunden haben, sich bei mir zu melden und sich von mir beraten zu lassen, dann merken sie auf einmal, dass ich ja gar nicht so bin, dass ich nicht meinen Stil denjenigen überstülpen möchte, dass ich auch für jemanden, der halt Größe 44 hat zum Beispiel, dass ich da auch eine gute Beratung geben kann, weil ich mich eben nicht leiten lasse. Ich glaube, das ist ein ganz gutes und ganz wichtiges Stichwort, ja, dass wenn man sich seinen Stilberater aussucht, man nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass man auch so rumlaufen muss wie er oder sie. Also ich habe wirklich, dass ein guter Stilberater auch dann Rücksicht auf die Kunden nimmt. Ja, genau. Also ich werde wirklich des Öfteren gefragt von Freundinnen oder von Bekannten, die meinen so, ja, aber dein Stil, der ist ja so speziell, da haben ja die Leute bestimmt Angst, sich bei dir zu melden. Mhm. Weil die wirklich eben, wie ich schon meinte, Angst haben, dass ich genau meinen Stil dir gebe. Und das ist ja nicht, das ist ja ein Schmarrn, wie man in Bayern sagt, weil es einfach, ja, das ist nicht meine Intention, weil ich bin ich und ich möchte nicht mich so anziehen, dass ich gebucht werde deswegen. Mhm. Also ich will mir ja treu bleiben. Ja. Und das mache ich mit meinen Kunden ja auch, weil ich höre zu, ich stelle Fragen am Anfang, es geht ja nicht gleich los. Also wir nehmen uns dann schon eine halbe Stunde Zeit bei einem Café und wir reden miteinander und dann stelle ich Fragen und ich höre ganz, ganz, ganz gut zu, um dann zu erfahren, okay, wo geht die Reise hin mit der Kundin? Ja, da sind wir wieder. Überraschung. Hallo zurück. Hi. Ja, diesmal haben wir uns nicht nur umgezogen, sondern wie ihr seht auch, zumindest bei mir sehr deutlich zu sehen, optisch ein wenig verändert. Es sind ein paar Wochen vergangen zwischen den ersten Aufnahmen und dieser. Ja, und deine Farbe heute. Meine Farbe ist heute auch anders, ja. Passend zur Sonne. Ja. Die Technik hat mir einen Streich gespielt und deswegen freue ich mich, dass ich heute nochmal bei Bianca sein darf und wir das Video zum Abschluss bringen für euch. Ja, schön, dass du bei mir bist. Ja, ich freue mich auch. Und wieder schön, hier zu sein. Danke. Bianca, wir hatten ein tolles Gespräch. Mhm. Und wir können es natürlich nicht so stehen lassen, ohne die Zuschauer zu verabschieden. Aber es fehlt auch noch so ein bisschen Roundup, eine Zusammenfassung. Ich habe ein paar Fragen an dich noch im Gepäck. Okay, schauen wir doch mal, was du für Fragen mitgebracht hast. Es ging ja um die ganze Zeit um Kleidung, um Wirkung. Genau.
Und ich habe mal irgendwo gelesen, öfter schon, dass wenn man in einem Gespräch mit jemandem ist, dass das, was inhaltlich gesagt wird, auch wenn man einen Speaker auf der Bühne sieht, dass das wirklich nur 7% sind. Stimmt das und welchen Anteil hat dann Kleidung? Da hast du durchaus recht, bei 7%, also wenn man sich überlegt, man hat eine Präsentation zu halten oder man ist Speaker, man möchte ganz gern vielen Menschen Informationen mitgeben und da steckt wahnsinnig viel Arbeit in der Vorbereitung. Was erzählt man, was für wichtige Informationen möchte man mitgeben? Und Kleidung hat wirklich 60% diesen Wirkungsgrad. Also man achtet zu 60% auf den Menschen, was er anhat, circa 30% in dem Dreh auf die Körpersprache, auf die Haltung und nur 7 bis 10% nur auf den Inhalt. Und wenn man überlegt als Speaker, als Präsentant, was man sich für Arbeit gemacht hat für die Inhalte, wie wichtig Dinge sind für Themen, und dann sind es nur 7 bis 10%, worauf man achtet. Auch im Kundengespräch, ne? Der Kunde entscheidet sich aus dem Bauch heraus und das sind die Gefühle, die einem übermittelt werden und nicht immer unbedingt die inhaltlichen Dinge. Das ist ja wirklich, wenn man das, wenn man das jetzt aus der Sicht des Teilnehmers sieht. Ich gehe zu einer Konferenz, möchte ganz gern wirklich wichtige Themen mitnehmen und dann ist der Speaker oder der Referendar, der zuppelt an sich herum und fühlt sich nicht wohl oder hat irgendwie einen ungepflegten Bart oder die Haare sind nicht in Ordnung oder er hat zu kleine oder zu große Kleidung an oder die Farben stimmen nicht. Und ich als Teilnehmer, ich werde abgelenkt. Ich schaue eher dann darauf, was er für Bewegungen macht. Fühlt er sich wohl und bin dann irgendwie völlig abgelenkt und kann nicht mehr auf den Inhalt hören. Und das ist ja das Traurige daran. Ich bin ja wegen dem Inhalt gekommen und nicht, ob jetzt die Speakerin Sandalen anhat und ungepflegte Füße hat. Ja, das kommt ja alles auch vor. Ja. Und das ist dann schade, sowas. Ja. Und kann es eben dann auch nicht erfolgreich. Ja. Apropos erfolgreich, gutes Stichwort. Es geht ja bei den erfüllenden Gesprächen um drei Themen, die sich durchziehen wie ein roter Faden, egal wer mein Gesprächspartner ist. Und wir haben auch damit gestartet und das sind die Themen Erfolg, Erfüllung und Vertrauen. Genau. Was würdest du sagen, was hat Kleidung mit Erfolg zu tun? Ein riesengroßer, also wahnsinnig großen Wert sollte man darauf legen, auf die Kleidung im Business, weil Erfolg kann ich anziehen. Ich kann mir erfolgreiche Kleidung in der Früh wählen in meinem Kleiderschrank, um dann den Tag auch erfolgreich zu starten und auch erfolgreich zu sein. Um Kunden zu gewinnen, um mehr Umsatz zu machen, um ja, einfach erfolgreich oder auch erfolgreich in eine Partnerschaft einzugehen. Also auch das ist ein Erfolg, ja. Genau, weil das Gegenüber mustert einen nicht mit Absicht, aber das Unterbewusstsein. Das hat sofort entschieden, ist es jetzt mein Mann, meine Frau für Business, für eine Beziehung etc. pp. Also das ist wahnsinnig wichtig. Und Erfolg kann ich anziehen, definitiv. Ja. Erfüllung. Was hat Kleidung mit Erfüllung zu tun? Erfüllung ist mit der Kleidung ein Zusammenspiel, welchen Tag ich erfüllen kann für mich selber, welche Wertschätzung ich dem Tag gegenüberbringe. Und das ist auch ein ganz gutes Wort, Erfüllung. Einfach in der Früh aufzustehen, sich selber zu betrachten, wie möchte ich den Tag heute ablaufen lassen, mit wem treffe ich mich heute, wer ist mein Gegenüber, was erwarte ich, wie kann ich ein erfüllendes Gespräch an diesem Tag führen, um dann auch erfolgreich wiederum zu sein. Kleidung gibt auch Komplimente, wenn wir uns wohlfühlen, auch das ist ja Teil, der zur Erfüllung beiträgt. Durchaus, wenn ich mich wohlfühle in meiner Kleidung, gebe ich mir selber ein Kompliment, die Schultern gehen zurück, man hat ganz andere Ausstrahlung, die Aura öffnet sich ganz anders und auch meine Gegenüber. Ja. Und das ist eben auch wieder der Erfolg, ein erfüllender Erfolg. Ja. Ja, und zum Schluss kommen wir zum Thema Vertrauen. Kleidung und Vertrauen, wie spielt das zusammen? Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, gerade im Berufsleben, aber natürlich auch im privaten Leben. Aber um Erfolg im Berufsleben zu haben, muss ich ja Vertrauen erschöpfen. Ich muss Vertrauen geben. Und das kann ich ja nur, wenn ich mir selber vertraue, wenn ich mir selber wertschätzend begegne.
dass, wenn man das jetzt mal als Beispiel sieht, man hat einen, man ist selber Kunde, man möchte ganz gerne einen Dienstleister beauftragen, der für einen ein Projekt bearbeiten möchte. Und wenn ich den Dienstleister betrachte und ansehe, wenn er halt schmuddelig ist, wie soll er dann meinem Projekt gegenüber wertschätzend auftreten? Wie soll er mich verstehen? Oder auch im Coaching-Bereich. Wenn ich in einer Firma einfach erfolgreich nach oben gehen möchte, auf der Karriereleiter, und mir aber vorher einen Coach nehme, um zu erfahren, wie kann ich in dem Gespräch einfach erfolgreich da mit meinem Vorgesetzten sprechen. Dann möchte ich aber auch, dass es der Coach einfach auch gut gekleidet ist, gepflegt ist, weil wie kann er mir erzählen, wie ich erfolgreich in einem Gespräch sein soll, wenn er nicht, wenn er selber gegen sich gegenüber keine Wertschätzung hat. Genau. Ja. Das muss nicht sein, aber es kann sein, und wir unterstellen es halt unterbewusst. Ne? Es ist ja gar nicht so, dass wir uns dessen immer bewusst sind, was bei uns abläuft. Das ist halt nichts mit Oberflächlichkeit, hat es nicht zu tun. Vermeintlich meinen das viele, dass Kleidung und Mode eher oberflächlich ist, aber so ist es nicht. Weil viel fragen wir uns, warum hat denn das Bewerbungsgespräch nicht geklappt? Warum sind wir nicht genommen worden? Oder warum hat der Partner bei einem ersten Treffen eher ein Signal gesetzt, ist nichts für mich. Weil im Unterbewusstsein entscheiden wir in 2-3 Sekunden, manchmal noch schneller, wie wirkt der andere auf mich. Und die Kompetenz sieht man am Anfang nicht. Ja. Man sieht die Kleidung, den Menschen, die Außenwirkung. Und das ist das Wichtigste. Ja. Danke, Bianca, für das Gespräch. Ja, gerne. Ich glaube, wir haben jetzt über 40 Minuten Video. Okay. Das heißt, im Vergleich zu den 2 Sekunden, wer bis jetzt durchgehalten hat, top und vielen, vielen, vielen Dank. Da haben wir auch bei meiner Seite. An einer tollen Gesprächspartnerin und einem super Thema. Danke für die Fragen und auch du. Also, ja, sehr, sehr erfüllendes, ein sehr erfüllendes Gespräch mit dir. Vielen Dank. Und wird ein tolles Video werden. Vielen Dank. Also ihr Lieben, macht's gut, aber achtet auf euch und auf eure Kleidung und fühlt euch vor allen Dingen wohl in dem, was ihr tragt. Das ist das Wichtigste. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke auch. Tschüss.